Unsere Verantwortung ist, dafür Sorge zu tragen, dass wir in Zukunft einen Planeten hier haben, der geheilt ist, damit unsere Kindeskinder und deren Kindeskinder stolz sein können, genauso wie wir, auf einem geilen Planeten zu leben, für den wir geschaffen haben. Und deswegen bin ich hier angetreten. Ciao ragazzi und ein herzlich willkommen hier bei Amplify Your Stage Podcast und TV. Und heute geht es um ein Reaction-Video auf eine Keynote, die wir hier bereits bei uns bei Amplify Your Stage online haben. Das ist die Keynote von der lieben Isabel Huber. Das heißt, du wirst jetzt in Zukunft immer mal wieder von mir Reaction-Videos haben auf Keynotes. Und der Hintergrund ist nicht, um die Redner bloßzustellen, sondern es geht darum, im Endeffekt durch ein tieferes Feedback zu der Rede, dass du für dich, wenn du jemand bist, der auf die Bühne möchte als Redner, als Coach, Berater, Trainer, Speaker, Experte, einfach ein weiteres Segment an Public Speaking mit in dein Business aufnehmen willst und vielleicht gerade erst anfängst, durch dieses tiefere Feedback zur Rede, zur Performance, zu den Inhalten, dass du für dich einfach einen wesentlichen Mehrwert mitnehmen kannst, den du ab sofort schon direkt in deine eigene Rede mit einfließen lassen kannst. Und lass uns direkt loslegen und uns die Keynote von Isabel Huber gemeinsam anschauen. Pflegende dürfen vor allen Dingen sich selbst pflegen, damit sie dich pflegen können, dich. Vielleicht auch deine Großeltern. Okay. Geht schon mal gut los. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Und ich lade dich ein in das Jahr 2010. Okay, ist ein geiler Einstieg, ne? Also ich bin ich, du bist du. Nennen wir auch einen starken Auftritt. Das ist so ein Interessenscatcher. Okay, was meint sie jetzt damit? Worauf läuft das hinaus? Eine Sache hätte ich mir jetzt gerade schon in diesem Moment gewünscht, dass Izzy zwischen diesem Ich bin ich, du bist du und jetzt geht sie ja schon direkt in Storytelling, dass sie da vielleicht mal ein bisschen mehr Pause hält, damit das Publikum das einigermaßen erstmal verarbeiten kann und vielleicht sogar die eine andere Frage im Publikum weckt. Ja, so das Erste, was mir jetzt erstmal auffällt, machen wir weiter, ne? Kalter, verregneter Februartag. Stell dir vor, du bist an einem fremden Ort, liegst in meinem Bett und öffnest jetzt deine Augen. Okay, ich spule nochmal zurück. Ich bin ich. Und ich lade dich ein in das Jahr 2010. Kalter, verregneter Februartag. Stell dir vor, du bist an einem fremden Ort, liegst in meinem Bett und... Okay, habe ich doch richtig verstanden. Also du bist an einem fremden Ort und liegst in ihrem Bett? Okay, mal weiterhören. Öffnest jetzt deine Augen und du schaust auf eine weiße Wand, rechts von dir Fensterfront und links ist das Fenster gekippt. Okay, hier ganz wichtig, wenn du auf die Bühne möchtest als Redner, und das ist unabhängig davon, ob du jetzt in die Kamera sprichst oder ob du wirklich offline auf einer Bühne stehst, ne? Also wirklich mit präsentem Publikum, darfst immer in Erinnerung behalten, gerade im Bereich der Rhetorik. Die Menschen sehen immer oder immer aus der Perspektive des Publikums schauen, bedeutet, sie sehen dich spiegelverkehrt. Das ist genauso wie jetzt hier, du siehst mich gerade. Wenn ich jetzt sage, schau mal nach rechts, und ich hebe jetzt meine Hand, dann wirst du wahrscheinlich bei dir jetzt die linke Hand sehen, gefühlt. Und genau das ist eben der Punkt. Das heißt, wenn ich sage, und ich schaue nach rechts und schaue jetzt aber nach links, ja, dann verwirrt das für den Gegenüber, das heißt, der gerade zuschaut. Und das kann unterbewusst eine Separation, also sprich eine Unterbrechung bei dir haben, dass du sagst, wie war es jetzt rechts oder links? Deswegen hier immer für dich als Redner spiegelverkehrt denken. Ja, das heißt, wenn ich sage, ich schaue nach rechts, dann heißt es für mich als Redner, ich gucke nach links. Also in dem Fall jetzt, ich schaue nach rechts. Weil jetzt schaue ich wahrscheinlich in deine rechte Richtung, richtig? Das Gleiche ist, wenn ich sage, ich schaue nach links, dann ist es bei mir jetzt rechts, aber bei dir schaue ich jetzt nach links.
Und somit bleibt es weiterhin konkurrent und symmetrisch. Ja, es ist genau die richtige Perspektive für dich. Also das ist ganz, ganz wichtig zu beachten, wenn du auf Bühne stehst oder wie gesagt, wenn du in der Kamera sprichst. Ein eiskalter Luftzug berührt deine Haut, der dich aufschreckt und du willst aufstehen. Doch dein Körper ist schwer wie Blei. Und deshalb siehst du gar keinen anderen Ausweg, wie diesen roten Knopf in deiner rechten Hand zu drücken. Stille. Das Einzige, was du wahrnimmst, ist diese Hitze, diese Kälte in deinem Körper, die in deinem Bauch von innen nach außen dir über die Stirn fahren, wie Regen und Schweißperlen fallen. Ah, okay. Jetzt hast du gerade gesehen, wie die Kamera geswitcht ist. Also hier gibt es zwei Kameraperspektiven. Frontaufnahme und von der Seite wirst du aufgenommen. Das heißt, in diesem Fall sieht Easy, wie sie in zwei Kameras schaut. Das ist ganz, ganz wichtig für dich als Redner. Du hast vor dir in der Regel immer Monitore, entweder ein oder zwei Monitore. Bei dem einen Monitor läuft meistens die Redezeit runter und im anderen Monitor siehst du die Perspektive, die die Teilnehmer sehen, ja, das Publikum sieht. Also musst du dir auch vorstellen, wenn du eine Rede hältst vor 10.000, 15.000 Menschen in einer riesen Arena, der ganz, ganz, ganz da hinten oben, der sieht dich gar nicht wirklich auf der Bühne. Der sieht einfach nur einen Punkt, ja. Deswegen gibt es dann ganz, ganz meistens große Leinwände, wo die Menschen, die ganz hinten sind, dich auf diese riesen Leinwand sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du als Redner nicht nur immer einen Blick zum Publikum hast, sondern auch immer mal wieder so peripher einen Blick zu den Monitoren hast, weil dann siehst du, welche Kameraperspektive gerade auf dich zeigt. In diesem Fall hast du gesehen, wie die Easy auf einmal den Blick verändert hat, in eine andere Richtung geguckt hat. Und wenn du als Redner nicht siehst, welche Perspektive da ist und der Kameramann, ich sage es mal so, pennt, ja, und es gar nicht mitkriegt, dass du in die andere Richtung guckst, dann ist es ein bisschen komisch, weil du den Augenkontakt verlierst zum Publikum, sowohl auf Bühne oder jetzt in dem Fall der Kamera. Das hast du gesehen jetzt gerade hier, ich spiele mal kurz zurück, ja, Easy guckt hier schon in die andere Richtung. Ja, und man kann jetzt. Was du wahrnimmst, ist diese Hitze. Ja, man kann jetzt denken, hä, wo guckt die denn jetzt gerade hin? Ne? Aber dann siehst du jetzt, wie der Kameramann wach wird. Hält in deinem Körper, die in meinem Bauch von innen nach außen, dir über die Stirn fahren, wie Regen und Schweiß. Bam. Ja? Jetzt erst ist der Kameramann wach geworden. Rechts, links. Um dich herum. Also wichtig für dich als Redner, achte immer unter anderem auch auf die Kamera und vor allem auf deinen Monitor, weil dann kannst du immer schön auch mit dem Blick spielen, welche Kamera gerade wirklich aktiv ist. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nur Schläuche. Und deshalb siehst du gar keinen anderen Ausweg, wie wieder diesen roten Knopf zu drücken. Jahre später, Stunden später. Ah, hier hat er nicht gepennt. Habt ihr gesehen? Hier ist der Kameramann direkt umgeschaltet in die zweite Kamera. Sehr gut. Ja, du kannst es nicht definieren. Aber dann gibt es genau diesen Knall, wo die Tür gegen die Wand fällt und der Putz weggeht. Und eine Frau im Türrahmen steht, eine weiße Kleidung anhat, kurze graue Haare, dich anschaut, anschreit, anpumpt. Ja, bitte! Sehr geil. Also auch hier erstmal Chapeau, geiles Storytelling aus der Gegenwartsform. Also sie holt uns in den Moment rein, geht in die Emotion rein. Allein der Blick jetzt gerade auch in die Kamera. Sehr, sehr, sehr geil. Also für dich auch als Redner, der Stories erzählt auf Bühne, immer die Geschichte erzählen, als wärst du mittendrin. Ja, und das, was die Easy natürlich gerade sehr, sehr geil macht, sie holt dich sogar in die Rolle, indem sie sagt, stell dir vor, du bist das und du erlebst das gerade alles, ja, das, was sie jetzt da gerade erzählt. Denn sobald du Stories aus der Vergangenheitsform erzählst, ja, ist das, haben Emotionen keine Chance, weil du in der sogenannten Metaebene bist. Du musst dir das vorstellen, wir erzählen Geschichten aus der Hier-Perspektive in die Vergangenheit. Das heißt, wir schauen in die Vergangenheit und reden dann auch in der Vergangenheitsform und hat eine Emotion keine Chance. Wenn du sie aber in der Gegenwartsform erzählst, als würde sie genau jetzt gerade hier in diesem Moment passieren, das kennst du aus Filmen.
Ja, einen Film erlebst du auch in Echtzeit, ja. Oder du liest ein Buch, das Buch liest du auch in Echtzeit, gerade jetzt in Präsenz, also in der Gegenwartsform, und es emotionalisiert dich. Und genauso ist es auch bei der Rede. Das heißt, wenn du Geschichten erzählst, dann erzähl sie, als würden sie genau jetzt, gerade hier in diesem Moment passieren. An diesem Moment fühlte dich so wertlos wie ein Stück Dreck. Und das damals war ich. In meinem 18. Lebensjahr, 5. Tag im Krankenhaus. Nach eines der kompliziertesten Operationen, Tripleostomie. Eine Hüftfehlstellung, Korrektur. 3 Schnitte, 12 Zentimeter groß, und 3-mal wurde das Becken durchsägt, um den Kopf wieder in die Pfanne reinzudrehen, damit ich schmerzfrei laufen kann. Eisenwert 6,0, Fieber 40 Grad. Ich konnte und ich durfte nicht alleine aufstehen. Okay, auch sehr geil, ne? Geiles Storytelling, sie holt uns in die Geschichte rein. Und jetzt kommt der Part, wo sie auflöst, ne? Also das da war sie gewesen, sie holt uns jetzt gerade rein und löst jetzt im Endeffekt auf, was damals passiert ist. Sehr, sehr, sehr geil. Und ich habe diesen Moment verflucht. Und heute bin ich dem unfassbar dankbar für diese Krankenpflegerin. Denn sie hat mir gezeigt, wenn Menschen den eigenen Kontakt zu sich verlieren, was passiert? Mit der Erkenntnis, wenn schwächere Menschen deine Hilfe brauchen, geht es niemals um dich. Auch sehr, sehr geile Botschaften. Cool. Und daraus ist heute Folgendes entstanden. Seit 15, 16 Jahren war ich Pflegefachkraft, Alten-, Krankenpflegerin, Führungskraft. Und wie du gerade erfahren hast, zuletzt Teamleiterin von 15 Auszubildenden, Praxisanleitern und seit über 7, 8 Jahren im Gruppenfitnessbereich für ganzheitliche Gesundheit. Und besonders stolz darf ich heute sagen, 65.000 von Menschen durfte ich begleiten. Also das macht sie jetzt auch natürlich sehr, sehr geil, ne? Also hier gibt es einen Unterschied. Was sie jetzt gerade macht, ist Proof in den Raum legen, also Glaubwürdigkeit, Expertise in den Raum legen durch die Erfahrung, die sie jetzt mit uns teilt. Ne? Warum ist das so wichtig in der Rede? Wie gesagt, es gibt 2 verschiedene Varianten. Du hast eine Anmoderation, Moderator, Moderatorin, und die legen schon im Endeffekt diesen Proof, also das, was Isabel Huber gerade macht, legen die schon in den Raum durch die Anmoderation. Dann brauchst du das, was Isi gerade macht, theoretisch gar nicht machen, ja. Die Erfahrung zeigt aber, dass du, keine Ahnung, von 10 Vorträgen, die du hältst, wirst du wahrscheinlich 2 Vorträge haben, wo du eine richtig geile Anmoderation hast. Und obwohl du eventuell die Anmoderation zukommen lässt, dennoch diese Anmoderation nicht genutzt wird. Das heißt, da sind Moderatoren, Moderatoren auf der Bühne, die dann so ein bisschen so aus dem Bauch raus sprechen. Und dann ist das wichtig. Und für wen ist das wichtig? Naja, du musst dir vorstellen, wir haben ja alle, also es wird jetzt zu tief gehen, deswegen google da einfach mal Persönlichkeitstypen, DISC-Modell, und da wirst du erleben, dass wir 4 verschiedene Persönlichkeitstypen haben. Da gibt es den blauen und den roten unter anderem, und das sind sogenannten rationalen Menschen. Das sind die Menschen, die Zahlen, Daten, Fakten haben wollen. Die wollen einen Grund haben, warum sie dir zuhören, also eine Expertise haben, eine Glaubwürdigkeit, eine Präsenz. Und das, was Isi jetzt gerade gemacht hat, ist genau für diese 2 Typ Menschen, die jetzt sagen, wow, okay, 65.000 Menschen, die hat da echt Erfahrung in der Pflege, die hat da ein bisschen was gerissen in der Pflege, scheint, dass sie echt was drauf hat. Und dann ist es wichtig, dass du diesen Proof in den Raum gibst. Und heute stehe ich hier als Keynote-Speakerin, um dir eine Botschaft mitzuteilen. Und auch Mentorin für Care-Leaders. Wahre Führungspersönlichkeiten, Pflegefach- und Führungskräfte, die nach vorne gehen, Verantwortung übernehmen und Sorge für sich und das Gegenüber übernehmen, damit wir im Jahr 2030 keine 500.000 Pflegefachkräfte haben, die uns allein in Deutschland fehlen. Auch wieder geil gemacht, also es geht schon so echt in Richtung Pitch, ne? Aber hier hat sie auch ganz geil nochmal die Vision reingelegt, das Ganzheitliche, das Holistische.
Geil gemacht. Nennt man auch Total Involvement, also wirklich das Publikum jetzt mit einbeziehen und sie Teil der Rede machen. Das heißt, deswegen ist sie da und du kannst jetzt Teil davon sein, sie damit zu begleiten. Bis dato eine echt geile Sache. Was mir jetzt aber so ein bisschen auffällt oder was mir jetzt schon in den ersten 5 Minuten aufgefallen ist, ist, man merkt schon, dass Easy so eine gewisse Nervosität noch hat, ne? So eine gewisse Unruhe hat. Mal schauen, ob sich diese Unruhe legt in der Rede. Mal gucken. Um das Ganze mal einzusteigen, lade ich dich einfach mal ein. Was bedeutet denn eigentlich Pflege? Und hast du schon mal Berührungspunkte gehabt mit Pflege? Vielleicht auch mit deinen Großeltern, mit deinem Kind, vielleicht für dich selbst? Auch hier geil, ja, schon eine richtig coole Reflexionsfrage ins Publikum. Das heißt, auch hier wird das Publikum geholt, indem sie sagt, hey, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Du hast es erlebt mit Familie, kennst irgendjemanden. Und somit gibt sie diese Relevanz in den Raum, weil ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie ein Thema mit der Pflege gehabt. Ob das jetzt im Verwandtenkreis war oder selber Krankenhaus, Pflege oder irgendwas oder eben jemanden im Freundeskreis hat, der schon mal ein Thema mit der Pflege hatte. Also hier hat sie natürlich etwas ganz Geiles gemacht. Sie hat eben eine Ich-Bühne jetzt gerade zu einer Wir-Bühne gemacht. Sehr, sehr gut. Denn das, was ich immer wieder gerade erfahren darf, Pflege geht mich ja gar nichts an. Und deshalb nenne ich dir einfach mal eine Zahl. Im April 2021 fehlten 80.000 Pflegefachkräfte. Heute 89.000 Pflegefachkräfte. Danke, Covid. Und für eine Pflegefachkraft fühlt sich das so an, wie als ob du in einem größten Stadion deines Lebens stehst, ein Meer voller Menschen um dich herum und alle diesen roten Knopf drücken. Alle brauchen deine Hilfe. Und es ist laut, und es ist bunt und es ist turbulent. Und es ist nicht einfach so gesagt. Genau dieser Moment durfte ich vor einem Jahr erleben. Und es war der Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Weil ich musste oder eher durfte. Es war ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr länger zuschauen. Irgendwas in mir sagt, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und ich habe nur die Einladung bekommen von meinen Chefs, schweige, was du siehst, oder geh. Okay, das ist natürlich fucking mutig, ja, sowas in der Form auch in einer Rede zu bringen. Ne? Ich meine, klar, sie erwähnt jetzt keine Namen und sie erwähnt jetzt auch nicht, in welchem Pflegeheim oder in welcher Station sie jetzt war. Aber es ist natürlich sehr, sehr mutig, das so in der Rede zu äußern. Gleichzeitig möchte ich aber dazu sagen, dass ich davor den größten Respekt habe und auch den Hut hebe, weil genau das ist das, was einen guten Redner ausmacht. Ja? Niemanden schlecht zu machen, aber gleichzeitig auch die Eier in der Hose zu haben und eben auch Sachen anzusprechen, die viele denken, sich aber nicht getrauen, es anzusprechen. Und deswegen hier ganz, ganz großes Chapeau. Das heißt auch für dich, wenn du als Redner auf die Bühne willst, dann ist immer die Frage, ob das, was du da machst, ob dein Herz wirklich dafür brennt und ob du auch bereit bist, ich sage jetzt mal, auch mal Wege zu gehen, die vielleicht für den einen oder anderen ungemütlich sein können, um eben wirklich aufzudecken und, ich sage mal, zu reflektieren, zu inspirieren oder vielleicht sogar zu motivieren. Also sehr, sehr geil. Ich bin gegangen. Mit der Fragestellung. Und deshalb lade ich dich einfach mal ein. Denn nicht Kelly das ausbilde, ist ein Easy-Modell. Und der erste Buchstabe ist das E. Und unter dem E... Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da fehlt mir der Bezug zu. Das heißt, sie erzählt uns gerade, dass sie von ihren Chefs gesagt bekommen hat, schau weg oder geh. Also die Frage, ich höre da keine Frage raus, sondern ich höre da eine ganz klare Aufforderung, also triff eine Entscheidung.
entweder das oder das. Und sie hat sich für sie hat sich entschieden zu gehen. Also deswegen verstehe ich jetzt diesen Satz mit der Frage nicht. Ja. Und jetzt verstehe ich aber auch den Zusammenhang nicht, warum sie sagt, und deswegen habe ich Care Leaders und bringe ihnen jetzt ein Modell bei. Also da fehlt mir der Bezug, ja, da fehlt mir noch der Bezug. Vielleicht kommt er jetzt noch, vielleicht klärt sie das noch auf. Das betrifft uns alle. Übernehme Eigenverantwortung für deine Gesundheit. Denn du weißt, wie es gerade augenblicklich in der Pflege aussieht. Und Eigenverantwortung bedeutet, prüfe deine Gedanken. Checke deinen Körper und überprüfe vor allen Dingen dein Herz. Denn schwächere Menschen vergessen niemals, was hier ist. Denn die Seele weiß, was sie will. Eigenverantwortung. Ah, okay. Also ich vermute mal, dass es in dem Pflegeheim, in der Station wahrscheinlich um viele ältere Menschen ging. Und dass da wahrscheinlich gewisse Gegebenheiten waren, wo Easy halt nicht wegschauen konnte. Und die Chefs eben gesagt haben, ja, es ist aber halt so, wie es ist. Und deswegen, wir haben keine andere Wahl. Guck weg oder verlass die Station. Ja. Also ich kann mir jetzt den Zusammenhang vorstellen, ob das jetzt genau das ist, weiß ich nicht. Da wünsche ich mir von dem Redner, dass er da mehr den Bezug schafft, damit es für mich nachvollziehbar bleibt. Ja. Okay, gucken wir mal weiter. Ist der Buchstabe E. Und Eigenverantwortung übernehmen ist das eine. Doch das andere ist auch Verantwortung zu übernehmen. Und vor vielen Jahren durfte ich einer Frau begegnen, die Verantwortung übernommen hat. Ich bin wieder zurück nach der Operation in der Schule. Und da ist eine Frau nach vorne gelaufen und wieder war ein Meer voller Menschen, doch diesmal still. Denn diese Frau schaute gefühlt durch mich durch und traf mein Herz. Ich habe gar nicht mehr zugehört, was sie eigentlich gesagt hat. Sie sprach irgendwas von einem Pflegemodell, was die Bedürfnisse... Okay, auch hier wichtig. Immer dann, wenn du im Storytelling bist, immer in der Gegenwartsform bleiben. Immer in der Gegenwartsform bleiben. Du kannst die Vergangenheit herholen und sagen, damals war das und das. Und jetzt holst du mich aber in dem Moment rein, als wäre es genau jetzt, als würde es genau jetzt passieren. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Storytelling, Gegenwartsform. Füllt, wenn schwächere Menschen deine Hilfe brauchen. Doch das ist jetzt egal. Es war diese Art und Weise, diese Frau in sich trug. Du darfst dir vorstellen, sie hat ein graues Gewand angehabt, ziemlich smart. Ja, sie ist in der Vergangenheit. Wie wir vorhin schon mal gehört haben. Und hat eine Brille aufgehabt mit einem goldenen Rand. Und noch so ein Schleier. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner als ich. Steht sie da vorne. Und jedes Wort traf mich wie Musik in meinem Herzen. Und hat irgendwas mit mir gemacht. Und gefühlt würde ich sagen, sie hat mir einen Samen in mein Herz gepflanzt, was heute wachsen durfte. Besonders haben mich folgende Zeilen berührt. Sie hat schon dort mal gesagt, Pflegende dürfen niemals aufhören, sich für die Würde des Menschen einzusetzen. Okay, was sie natürlich sehr, sehr geil macht in ihrer Rede, ist, dass sie geile Botschaften hat. Ne? Also es sind schon echt so Dinge, die packt sie da rein, die gehen ins Herz, die berühren, sind tiefgründig. Das erklärt, warum sie vor kurzem in einem der Speaker-Wettbewerbe auch den ersten Preis belegt hat für Botschaften. Also das macht Easy schon sehr, sehr geil. Pflegende haben es verdient, einen Rahmen zu haben, in dem sie Wertschätzung bekommen. Und Pflegende dürfen vor allen Dingen sich selbst pflegen, damit sie dich pflegen können. Hohoho, der ist geil gewesen. Der ist echt richtig gut gewesen. Dich. Vielleicht auch deine Großeltern. Oder dein Kind, wenn es auf die Welt kommt.
Unter dem Buchstaben 2 ist das A, steht für Authentizität. Authentizität sind Vorbilder. Ah, okay. Also was sie jetzt gerade macht, ist, dass sie den Hauptteil ihrer Rede in ein sogenanntes Akronym gepackt hat. Das heißt, sie hat ja vorhin mit dem E für die Eigenverantwortung und jetzt sind wir bei dem A für die Authentizität. Das heißt, jetzt easy. Okay, das Easy-Modell für die Kerli. Das ist natürlich eine geile Wortwahl, ja, auch mit ihrem Namen Easy. Okay, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr schlau. Was ich mir vorstellen kann, ist, warum sie das in dieses Akronym packt. Also ein Akronym ist ein Wort, wo die jeweiligen Silben nochmal Worte ergeben. Und ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise das Hintergrund eines Akronyms, dass das Publikum sich anhand des, also ich merke mir das Akronym und kann anhand der Akronym die Brücke bauen und kann mir anhand der Brücke meine Informationen besser merken, sie besser verankern. Und das macht sie natürlich geil. Was ich mir wünsche, ist, das sehe ich jetzt leider gerade nicht in der Rede, dass das Ganze auch irgendwie in irgendeiner Form visualisiert wird. Ne? Ob das jetzt ein Beamer ist oder ob das ein Flipchart ist, wo ich dann wirklich das Easy draufschreibe oder das Visuelle, das merke ich mir dann mehr als nur das Auditive. Ne? Also auch das gerne googeln, ja, wie Menschen lernen oder wie aktives Lernen stattfindet. Das ist einmal visuell, auditiv und kinästhetisch. Also wenn du alle drei Sachen, ne, nimmst, also das Sehen, das Hören und das selber machen, dann lernst du dreimal so viel, als wenn du nur hörst. Und beziehungsweise es bleibt dreimal so mehr hängen. Ich glaube, bis zu 87% bleibt hängen, ja. Und deswegen würde ich mir hier ein Flipchart wünschen, wo Easy wirklich dann das E, A, S, Y draufschreibt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Gucken wir mal. Diese Frau heißt Schwester Juliane Juchli. Sie ist deutsche Pionierin in der Pflege und vor ein paar Monaten hat sie den Planet Erde verlassen. Mit 87 Jahren durfte sie friedlich mit Folgen von Covid einschlafen. Viele Pflegemodelle ins Leben gerufen und sie wusste schon vor allen Dingen eins: Vorbilder schenken Glauben und Glauben an das große Ganze, damit nämlich du und ich und du als eine Einheit fungieren. Und Vorbilder leben vor allen Dingen ihre Werte vor. Und genau deshalb kommen wir jetzt zum dritten Buchstaben. Deshalb können sie dir Vertrauen schenken, damit du Vertrauen ernten kannst. Denn vor ein paar Monaten habe ich komplett die Pflege stationär verlassen. Und ich nehme dich mal dieses Bild mit, wie das aussieht. Okay, auch das ist sehr, sehr geil. Ne? Also die Rede ist schon sehr, sehr persönlich. Da ist sehr viel persönliches Storytelling drin. Sehr viele, also die Erfahrung jetzt mit der Pflegefrau da, die Juliane Julich, werde ich so nie lernen. Und jetzt kommt nochmal eine weitere Geschichte. Ist natürlich sehr, sehr geil. Ne? Also wenn Menschen persönliche Geschichten teilen in ihren Reden, weil das eine gewisse Nahbarkeit auch schafft. Vorsicht, es dürfen nicht ausschließlich eigene Geschichten sein, weil ansonsten dieses, wie soll ich sagen, dieses Gefühl auch im Publikum sein kann von, ist ja schön easy, dass es bei dir alles so war. Bei mir, in dem Rahmen, in dem ich bin, kriege ich das so in der Form gar nicht hin. Da kann man das gar nicht so leben. Du hast nur Glück gehabt, ne? Also das Thema ist, wenn du nur eigene Geschichten zählst, dass es nur aus der eigenen Erfahrung kommt, fehlt das Verallgemeinende von außen. Sprich, dass die Menschen noch sagen können, ah, okay, das war nicht nur bei dir so easy, es waren auch bei den anderen da draußen genauso. Ah, die mehr, ah, okay, ich höre dir weiter zu, weil dann ist es doch echt relevant für mich. Ne? Das macht die aber ganz geil, weil sie direkt am Anfang bei der Eigenverantwortung auch die Zahlen gebracht hat. Ne? Mit 80.000, 89.000 Pflegekräfte, die uns fehlen werden. Mit dem Stadion, wie das gerade draußen aussieht und so. Also schon sehr geil gemacht. Also bis jetzt finde ich es richtig, richtig gut. Wie gesagt, vielleicht auch hier, es hat sich leider nicht gelöst. Ich spüre immer noch eine gewisse Nervosität in ihrer Haltung, in ihrer Rede. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss für sie mitatmen, weil sie doch sehr hoch, sehr, sehr hoch ist im Atmen, ne? Also sehr, sehr hier brustbezogen. Auch da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, bevor du auf die Bühne gehst, wie du entspannter wirst, wie du die Nervosität abbaust und in die Ruhe kommst. Auch da kann man sehr, sehr viel auch googeln zu dem Thema.
Aber lass uns mal weitermachen. Ich bin, also bis jetzt muss ich echt, also das, was ich jetzt hier gerade mache, ist echt Gemecker auf hohem Niveau. Und ich möchte noch dazu sagen, ich glaube, das war die dritte Rede, glaube ich, die sie bis dato in ihrem ganzen Leben gehalten hat, ja. Und dafür, dass es die dritte Rede erst war, Chapeau, meine Liebe, Chapeau. Ich bin die Treppen hochgelaufen und stell dir einfach mal vor, umso näher du laufst, umso größer wird dein Ohr. Also auch hier, ne, da streiten sich die Geister, ne, der Ausbilder und der Rhetoriktrainer. Es gibt Rhetoriktrainer, die sagen, ah, Hochdeutsch sprechen. Ja, wenn du auf die Bühne gehst, dann Hochdeutsch sprechen. Ich persönlich sage, wenn du einen Dialekt hast und man dich dennoch versteht, ja, also man muss sich jetzt nicht so super konzentrieren, um dich verstehen zu können. Dann bin ich sogar ein Freund von einem Dialekt, ja, in deiner Rede. Und gerade Isi hat ja schon den Dialekt aus Baden-Württemberg. Und ich glaube, und gefühlt ist der für mich auch nicht super anstrengend, ja. Also ich verstehe jedes einzelne Wort von ihr. Und gleichzeitig sage ich aber auch, dass in gewissem Maße der Dialekt auch dich wirklich sympathisch macht und nahbar und persönlicher macht und dich unterscheidet von der, ich sag mal, von der ganzen Masse da draußen, ja. Also, aber wie gesagt, das ist meine eigene Wahrheit, ne? Also hier streiten sich die Geister. Wie gesagt, manche Rhetoriktrainer sagen Hochdeutsch sprechen. Ich persönlich bin ein Freund, der sagt, gerne das, den Dialekt mit einbauen, aber bitte darauf achten, dass man dich trotzdem versteht, ja. Also kein Hinterwäldler-Dialekt aus dem Ur-Ur-Ur-Ursümpfen, ja, dann rafft man so kein einziges Wort. Aber jetzt so in der Form, wie Easy das macht, finde ich das schon echt sehr sympathisch. Und du hörst Musik. Und genau vor dir sitzt eine junge Frau, neben ihr viele junge Leute. Und er geht Schritt für Schritt näher. Und du siehst ihre Hände zittern. Du stehst neben ihr und hörst den Atemzug. Bleib stehen. Können Sie. Das macht sie natürlich geil. Also Storytelling mit den Pausen, die sie reinbaut, das ist sehr, sehr geil. Also es ist eine Spannung drin. Cool gemacht. Ich spule mal ein bisschen nach vorne. Wir gehen mal so Richtung Ende der Rede. Wir schauen gerade mal, wie sie das. Es würde mich jetzt interessieren, wie sie das Ende gemacht hat. Ich bin ein Cheerleader. Ich bin in Fülle. Und ich übernehme Ah, okay. Verantwortung. Und jetzt du. Ich bin. Okay, das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil, ja. Klingt so in Richtung Affirmation, ja. Und das Ganze auch jetzt nochmal schön mit der Musik belegt, ne. Das Ganze kriegt jetzt nochmal einen schönen emotionalen Touch. Geil gemacht, mal gucken. Cheerleader. Ich bin in Fülle. Hand aufs Herz, geile Performance. Und ich übernehme Verantwortung. Zweiter Fraß. Ich kenne meine Werte, ich kommuniziere meine Werte und ich lebe meine Werte vor. Und jetzt du. Und spüre deinen Herzschlag. Der dritte Fraß. Du bist ich. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Jetzt du. Du bist du, du bist ich. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Wir wiederholen das Ganze als eine Einheit. Okay, das ist eine ganz, ganz geile Affirmation. Schön hinterlegt mit Musik. Ich spule hier auch noch mal kurz vor, weil mich jetzt natürlich auch der Abgang interessiert dieser Rede, ne? Also auch das ist eine Möglichkeit, das Ende einer Rede zu bauen. Wir Redner sagen ja immer, beginne mit einem Bam und ein Bam muss jetzt nicht unbedingt laut sein, ja? Aber etwas, wo ich sag mal anders ist, vielleicht sogar unkonventionell ist, ja? Viele, viele Redner zum Beispiel starten mit so einem Informationsdefizit. Das heißt, ich eröffne die Rede mit so zum Beispiel, ne? Hey, was eine Tasse mit einer erfolgreichen Rede zu tun hat und wie eine Rede aufgebaut werden muss, damit sie wirklich Menschen erreicht, das erfährst du im Verlauf
meiner Rede. Ne? Und somit eröffne ich meine Rede, also was ein Glas, was eine Tasse mit einer Rede, erfolgreichen Rede zu tun hat, das erfährst du jetzt, eröffnet schon die Frage, hä, Tasse, Rede, wie genau, was meint, ne? Und somit habe ich sofort schon das Interesse meiner Rede geweckt. Nennen wir zum Beispiel Informationsdefizit. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du eine Rede einleiten kannst und wie du auch am Ende abgehst. Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, das Ende einer Rede so zu bauen, wie kennst du von einem Konzert, ne? Wenn du am Ende im Konzert bist, meistens bleibt so dieser letzte Song, der klingt noch so nach dem Konzert. Ne? So die letzten Bilder, die siehst du noch so vor dem inneren Auge. Wenn du morgens aufwachst, hast du meistens noch so diesen letzten Song im Ohr. Ja? Und genauso sollte es bei der Rede auch sein. Das heißt, das Ende einer Rede ist im Endeffekt dafür da, in Erinnerung zu bleiben. Ja, dass dieser eine Satz, den du jetzt mit den Menschen teilst, dass der nachklingt und dass der in Erinnerung bleibt. Schauen wir mal, ob das easy gemeistert hat. Mitgeben möchtest, vergesse niemals deinen eigenen Wert. Denn es ist wie Yin und Yang, wenn ich dir Vertrauen schenke und ich vertraue. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ne? Ich meine, wir sind jetzt gerade am Ende. Da hätte ich das, was Easy jetzt gerade macht, das hätte ich schon in irgendeiner Form vorbereitet. Also entweder ist es eine Kette, die ich einfach auseinanderziehen kann, dann ist das da wesentlich einfacher. Oder ich habe die Kette nicht an, sondern ich habe die, wahrscheinlich will sie die gerade ausziehen, dann habe ich die schon irgendwie in meiner Hand oder in der Hosentasche oder irgendwas in der Richtung. Weil du merkst jetzt gerade auch, ne, das ist störend, du fokussierst dich auf die Kette, wie sie gerade versucht, die Kette auszuziehen, und du konzentrierst dich gar nicht mehr so wirklich auf die Worte. Ne? Und das ist natürlich immer, das schafft eine gewisse Unsicherheit, auch beim Redner kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Unsicherheit schafft. Und vor allem aber, du hast halt sehr, sehr viele Störgeräusche drin. Deswegen lass uns mal gucken, ob Easy das auch schafft. Und ernten kann, dann ist das eine männliche und eine weibliche Energie. Und die Liebe ist die höchste Schwinge. Und das sieht jetzt gerade auch aus, als würde sich erhängen wollen. Ne? Also es ist, ist jetzt gar nicht wirklich professionell gelöst. Ja. Aber okay, gucken wir mal weiter. Die wir haben. Und das ist mein persönlicher Glücksbringer und für meine Eltern. Yin und Yang. Und denen wünsche ich dir ein Leben lang Liebe. Okay, na, auch hier schön die Kette, schön den Anhänger, auch hier einen schönen Anker gesetzt, ja, mit dem Yin und Yang, mit der Liebe. Ja, ist ein cooles Ende, auch mit der Affirmation. Das ist, geht die Rede nochmal auf, ne? Die Rede atmet am Ende nochmal. Jetzt so in der gesamten Rede mal Fazit, würde ich sagen, ist eine gelungene Rede, ja. Ich bin normalerweise niemand, der eine Rede bewertet, ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn 10 so eine so Top-Keynote ist und eine 0 ist so absolute Rotze, dann würde ich jetzt mal sagen, so von dem, was ich jetzt durch die Rede sehen durfte, natürlich auch mit der Erkenntnis, dass es immer noch die dritte Rede, glaube ich, war, die sie wirklich so in der vollen Länge gehalten hat, würde ich jetzt mal sagen, so aus dem Bauch heraus ist das für mich eine gute 7. Ne? Eine gute 7. Da gibt es natürlich einige Sachen, die kann man besser machen, die kann man optimieren. Aber das ist das, was mit der Übung, mit der Erfahrung kommt, mit der Erfahrung auch durch die Kameras und Live-Publikum. Und da kann man natürlich geil viel machen daraus. Ne? Ansonsten, Chapeau, liebe Easy. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade wirklich Gemecker auf höchstem Niveau. Storytelling, super, super geil. Und ich denke auch, die Nervosität und die Selbstsicherheit kommt immer mehr. Umso mehr Praxiserfahrung man dann auch macht mit der eigenen Rede. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest auch für dich einiges mitnehmen aus diesem etwas tieferen Feedback zur Rede. Und das wirst du jetzt auch in den kommenden Wochen erleben, dass ich immer mal wieder ein Reaction-Video zur Keynote gebe, damit du für dich einfach, ja, durch das Feedback vielleicht sogar das eine oder andere für dich mitnehmen kannst aus dem Praxisteil, ja, und nicht nur Theorie, sondern hier mal wirklich live zugeschaut.
Wenn dir das Video gefallen hat und wenn du sagst, hey, das müssen viel mehr Menschen wissen, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du unseren Podcast oder unseren YouTube-Kanal und an alle, die sich gerade den Podcast anhören, tut euch selber den Gefallen, schaut euch den YouTube-Kanal auch an, weil dann seht ihr das Ganze auch nochmal visuell und mein Feedback natürlich auch zum Thema der Performance ist dann nachvollziehbarer. Aber kommen wir zurück, wenn dir das Ganze gefallen hat und du sagst, ey, wow, geil, da müssen mehr Menschen von wissen, dann würde ich mich freuen über einen Kommentar. Auch gerne hier, was ist dein Feedback zur Rede von Easy? Was ist dir aufgefallen? Auch hier, lass gerne dein Feedback da und teil das gerne mit deinen Jungs und Mädels da draußen. Lass uns gerne ein Like da, lass uns gerne Kommentare da. Und ich freue mich mega drauf, dann auch in Zukunft vielleicht sogar was von dir zu sehen mit deiner Rede, wo ich dir dann auch hier sehr, sehr gerne dazu gerne ein Feedback gebe. So, in diesem Sinne sage ich jetzt ab dafür. Danke fürs Zuschauen. Dein Lori macht dein Leben zu deinem Lieblingssong und bis zum nächsten Reaction-Video zur Amplify Your Stage. Ciao, ciao, ragazzi.